salty sailors sweetly sang some sad sea songs. Seven sadly swillers. Oh, goodness me. Oh, goodness you. Absolutely. La 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 la. Huh? Plonk. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Project. etwas ungewöhnlicher Anfang. Ich habe sie erstmal ein bisschen zu Ende reden lassen hier mit ihren Zungenbrechern. Ich finde übrigens das Bild unten immer sehr cool. Das passt sich so ein bisschen demjenigen an, den ich gerade auf den Schultern halte. Finde ich irgendwie cool gemacht. So, erstmal den Käse futtern, auch wenn es mir überhaupt nichts bringt, aber ist egal. So, hier war nichts drin. Nee, okay. So, dann muss ich jetzt zusehen, dass ich den anderen Kerl hier auch noch ausgeschaltet bekomme. Ich muss jetzt zusehen, dass ich irgendwie möglichst ungesehen hier an dem vorbeikomme. Komm schon, dreh dich mal rum. Dreh dich rum, mein Freund. Rumdrehen. Oh Gott, ich fange ja schon so an. Ich passe ins Opernhaus, merkt ihr? Ich glaube zwar nicht, dass Garrett so begabt ist, was das Singen angeht, aber würdest du... Dankeschön. Thought I saw something. Da war aber nichts. Nothing making noise now. Nothing making noise now. Die ist so cool. Die sind so gut. I don't see why I should have to be the one down here. Thought I saw something. Bams. Ha, ich bin gut. So. In der Hoffnung, dass yes, dadurch niemand bemerkt, dass ich überhaupt hier bin. Auf jeden Fall speichern. Wie habe ich eigentlich das letzte Mal... Ich weiß gar nicht, wie ich es das letzte Mal geschafft habe, dass die mich entdeckt haben. Ich wollte noch nicht in die andere Etage. Einfach weil... mir das noch zu früh erscheint. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier zurück und gehe dann in die andere Richtung. Ah. Das ist voll schlimm. Hier muss man echt in jeden einzelnen Raum reingucken, um sicher zu gehen, dass hier niemand... dass einem hier niemand in den Rücken fällt, sage ich mal. Ich habe gerade irgendwelche Schritte gehört. Ich glaube, an die Fackel da hinten komme ich mit meinem Wasserfall noch nicht ran. Halt, wartet. Oh, oh, oh. Ha, ich wusste es. Da vorne ist nämlich jemand. Wenn ich jetzt die Fackel da vorne ausschießen würde, würde das, glaube ich, ziemlich böse Folgen haben. Dann würden die nämlich auch wieder bemerken, dass ich da bin. Hier ist zugeschlossen. Na super. Oh, das auch. Okay. Nee, das ist mir noch zu... noch zu unsicher hier. Ich versuche einfach mal da vorne zu treffen. Nicht ganz, ganz weit. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Ich versuche es noch einmal. Wow, geschafft. Wahnsinn. Okay, dementsprechend, der hat es gar nicht bemerkt, ist ja super. Dann gucke ich mal, ob ich hier... Tür eventuell aufkriege. Komm schon. Okay. Komm schon. Bitte geh nicht in meine Richtung auf. Bitte geh nicht in meine Richtung auf. Es war so klar. Das war einfach so klar. Huh. Wow. Ziemlich dunkel hier. Ah. Feuerpfeile, na super. Na immerhin. Wenn ich mir auch nicht ganz sicher bin, wofür ich die... Ja gut, für solche Explosionsfässer kann ich die natürlich super gebrauchen, aber ich habe eigentlich nicht vor, hier die, das Opernhaus in die Luft zu jagen. Dementsprechend ist das vielleicht doch nicht so furchtbar nützlich. Oh, die sind aber sehr nützlich. Das ist sehr schön. Und das ist einfach nur ein Raum, wo hier... Oh!
Das war dumm. Dass ich eine von meinen Blitzbomben verbraucht, das war nicht so schlau. Hallo? Oh, Leute, bitte. Ich hasse sowas. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sowas hasse? Es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal geladen habe, aber es ist totaler Bullshit, dass ich da jetzt die Dinger durch die Gegend werfe. Was wollte ich jetzt? Ich wollte da wieder aufschließen. Ach nee, ich wollte erstmal hier wieder... Seht ihr? Wie hoch war das? Ich glaube, irgendwo da in der Gegend. Zack! Ah, geschafft. Puh! Okay, komm schon. Schnell, schnell, schnell. Hallo! Ich hoffe, er sieht mich nicht. Er hat mich vorhin auch nicht gesehen, er dürfte mich eigentlich nicht sehen. Okay, dieses Mal im besten Fall dran denken, dass ich nicht mit den Bomben hier um mich schmeiße. So. Ich glaube, das sind Gasminen. Ja. Boah, Gasminen sind das geilste ever. Die sind einfach mega nützlich. Aber sind auch genauso wie die Gaspfeile sauteuer. Was es dementsprechend schwierig macht, sie zu besorgen. Ich würde ja jetzt ganz gerne da hinten den Flur entlang gehen. Muss mal gucken. Ist halt ein bisschen scheiße, weil wie viele Moospfeile habe ich eigentlich? 8 Stück? Na gut. Ich mach mal hier dunkel. Okay. Ach, da läuft so ein Bediensteter die ganze Zeit durch die Gegend, okay? Ja gut, der sollte mir ja im besten Fall nicht gefährlich werden. Außer er sieht mich und holt Hilfe. Dann guck ich mal, ob der wiederkommt. Er müsste eigentlich wiederkommen. Ich höre ihn die ganze Zeit hier auf Metall durch die Gegend klatschen. Bumm. Zack. Und weg. So, Nummer 1. Bist du der Einzige, der hier rumrennt? Ich hoffe es doch. Was haben wir denn da hinten rumliegen? Steine? Ist da irgendwas von Wert dabei? Guck ich mal. Ich habe ja gerade festgestellt, dass ich 8 Moospfeile habe. Kann ich ja mal einen davon hier reinschießen. Das sind offensichtlich tatsächlich nur Steine. Bringt mir dementsprechend überhaupt nichts, wenn ich die mitnehme. Upsch. Oh. Das ist ein ziemlich großer Ofen. Ich weiß nicht, ob ich hier hin muss. Aber ich würde einfach gerne wissen, kann ich das Feuer ausschießen? Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Habe ich mir schon gedacht. Oder habe ich einfach nur nicht geglaubt? Ich glaube, ich habe einfach nur nicht getroffen. Ach so, das sind wahrscheinlich Kohlen. Das ist gar keine Erde. Ob es da drin irgendwas zu holen gibt? Oder muss ich da hoch? Ich muss da hoch, ich kann da hoch. Ja, ich hätte das Feuer nämlich doch ausschießen können, siehst du? Ja, ich habe noch nicht getroffen. Ganz ruhig. Okay, ich glaube aber hier hinter. Sieht nicht so aus, als wenn es hier noch irgendwas geben würde. Ich bin aber auch nicht so sicher, ob ich jetzt schon da hoch will. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt da hochgehe, hier unten ganz viel verpassen würde. So.
Kommt der hier längs? Das wäre ja praktisch. Oder wahrscheinlich nicht, ne? Na, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ich traue mich nicht, darüber zu gehen. Wartet. Jetzt noch einmal hier speichern. Okay, da kommt er. Das sind zwei. Okay, das ist der eine. Und wo ist der andere? Ist er hier? Nein, dass er hier ist. Ach nee, das sind zwei Gänge. Wahrscheinlich laufen die beide hier auf den Gängen rum. Ist doch irgendwas. Okay, ich muss mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja. Ihn ganz unauffällig, wenn ich mich nach vorne lehne. Ich wollte mich nach vorne lehnen, nicht nach vorne gehen. Ah, so. Boah, das hättet ihr einfach gerade sehen müssen. Wie ich hier gesessen habe, ey, das war so... Holy shit. Oh. Das war einfach die pure Anspannung. Okay, der andere ist hier auf dem Gang. Hab ich gerade gesehen, der ist hierher gelaufen. Warte ich am besten, bis der zurückkommt. Also in der Hoffnung, dass er zurückkommt. Und dann... hauen wir ihn um. Einfach, weil wir es können. Nimmt so ein bisschen Kind des Karas-Style an hier bei mir. Ich merke das schon. Aber dieses Opernhaus ist ein... Also jetzt beginnen so die Level, an die ich mich auch eigentlich kaum noch erinnere. Also die ich eigentlich, die ich natürlich mal durchgespielt habe, weil ich habe das Spiel schon mindestens einmal durchgespielt. Aber so die letzten paar Level, an die erinnere ich mich einfach kaum noch. Dementsprechend ist es da dann ein bisschen schwierig. Hier geht's auch hoch, okay. Ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf den zu warten. Finde ich auch ein bisschen lächerlich. Weil ich muss ja nicht jeden ausschalten hier. Ich meine, ich natürlich, ich mag es nicht, wenn ich irgendwie einen Rücken habe. Das ist so... fühle ich mich immer so unsicher bei. Warte mal hier. Sieht ein bisschen aus wie diese Puppenhäuser, die wir früher mal hatten. So ganz früher. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sieht ein bisschen creepy aus, muss ich sagen. Aber irgendwie... naja. Kulisse halt, ne? Schon cool. War ich doch drin, ne? Ja, ich glaube, das ist der Raum, den ich auch... Ja, das war der Raum, den ich hier aufgeschlossen hatte. Okay, jetzt bin ich quasi einmal im Kreis gerannt. Macht nichts, macht nichts. Ja, da wollte ich ja hoch. Ursprünglich. Gehe ich mal hier lang. Aber das Speichern nicht vergessen. Schön dunkel machen hier. Ich weiß gar nicht, warum hier so viele Wachen rumlaufen. Ich verstehe das gar nicht. Diese Lady Valerius scheint so ein bisschen ja, übervorsichtig zu sein, sage ich mal. Ja, aber gut, wenn sie so einen wichtigen Schatz und wertvollen bei sich da irgendwo in den Räumen rumliegen hat, wäre ich wahrscheinlich auch vorsichtig. Sie weiß wahrscheinlich nicht mal, was das eigentlich ist. Das ist ja das Lustige daran. Irgend so ein...
Genau hier wurde ich beim letzten Mal entdeckt. Ich weiß gar nicht wieso und weshalb. Und wie ich entdeckt wurde. Aber ich weiß, dass ich entdeckt wurde und das ist schlecht. Aber momentan höre ich auch keine Schritte. Das ist schon mal gut. Da mal hier. Cook, remember to serve the ballerinas only a light supper the night of the performance, lest we have a repeat of Little Catherine's unwelcome addiction. Ja, okay. Da wurde quasi von dem Musikdirektor Mr. Cripps den Köchen mitgeteilt, dass sie bitte nur leichtes Essen servieren sollen, wenn die Ballerinas ihren Auftritt haben. Weil sonst das Missgeschick der kleinen Katharine sich wiederholen würde. Wahrscheinlich hat sie irgendwann mal auf die Bühne gekotzt oder so. Das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich unangenehm ist für die Veranstalter. Dementsprechend nicht erwünscht, dass sich das mal wiederholt. Okay. Sieht nicht so aus, als wäre hier groß was zu holen. Ich gehe dann mal hier rüber, würde ich sagen. Hier hoch. Ich höre was. Ich höre da doch was. Ist hier irgendwer? Ach, da oben ist wer, stimmt. Das ist ja der Weg, den ich vorhin... Oh, hier haben wir Mehl. Das ist wahrscheinlich so eine Art Lager. Gibt es hier auch irgendwas Wertvolles? Zucker? Salz? Mehl, Zucker und Salz. Naja, immerhin. Da ist wieder der arme Bedienstete. Ich jetzt wahrscheinlich gleich ausschalten werde. I guess it was nothing. Da kommt eine Wache. Der sollte ich nicht unbedingt in die Arme rennen. Die läuft aber jetzt darüber, okay. Nur aufpassen, dass sie nicht direkt wiederkommt hier. So, dann packe ich den armen Kerl mal hier unten in sein Lager. Gut in Salz eingelegt, hält er sich länger. So. Okay. Dann werde ich mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich da oben die zwei Fackeln ausmachen soll. Das wäre vielleicht sinnvoll. Aber da gibt es noch eine andere Lampe. Dementsprechend ist es wahrscheinlich doch ziemlich unsinnig. Ja, Facebook, danke. Ich habe übrigens gestern den Thief-Stream gemacht. Also gestern war Freitag, ich werde mit Sicherheit diesen Part erst relativ spät hochladen, deswegen wird das wahrscheinlich schon... Oh, ja, ich bin schon wieder bei meinen 20 Minuten. Heißt also, ich werde diesen Part an der Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal Kommis da und einen Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall. Ach, Entschuldigung. Im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.